Hallo, ich bin Franziska und vielleicht habt ihr auch so viel Krimskrams wie ich zu Hause rumliegen. Da kann man solch einen Korb immer super gebrauchen und wie ihr den aus einem Seil ganz einfach selber kleben könnt, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht ein Seil, das zwischen 7 und 20 Metern lang ist, je nachdem wie groß euer Korb werden soll. Zur Orientierung, 7 Meter reichen für einen Korb in der Größe eines Kaffeebechers. Aus 20 Metern könnt ihr einen Korb in der Größe eines Papierkorbs anfertigen. Außerdem braucht ihr eine Klebepistole und einen Blumentopf oder einen Eimer aus Plastik. Nehmt eine Unterlage zum Beispiel aus Pappe, denn der flüssige Kleber kann tropfen. Gebt ein wenig Kleber auf die Spitze eures Seils und rollt es zu einer Schnecke ein. Setzt das sofort und rollt das Seil weiter ein. Wartet jeweils einen Moment, bis das Ganze getrocknet ist. So wird das Seil zu einer immer größeren Schnecke. Übrigens könntet ihr so auch kleine, hübsche Untersetzer machen, wenn ihr hier aufhören würdet. Wir machen aber einen Korb, daher muss die Schnecke genauso groß wie die Unterseite eures Blumentopfs werden. Legt die Form dann auf den Blumentopf und führt das Seil jetzt an der Längsseite des Topfes entlang. Die nächsten Reihen werden also untereinander geklebt. Und auch hier könntet ihr nach wenigen Reihen wieder aufhören und hättet eine hübsche kleine Schale. Für den Korb müsst ihr aber in etwa die Oberkante eures Topfes erreichen. Also heißt es weitermachen. Geht ab und zu mit einem Messer zwischen Seil und Blumentopf, da der Korb an einigen Stellen festkleben kann. So löst ihr auch den Korb. Und ihr seht, der Korb sieht toll aus. Jetzt muss nur noch das Seilende festgeklebt werden. Fertig ist das gute Stück. Praktisch für viele Kleinigkeiten des Alltags. Ihr könnt auch andere Formen, wie zum Beispiel einen Teller oder eine Vase kleben, dafür einfach eine entsprechende Form, am besten aus Plastik nehmen und wie beim Korb von der Mitte des Bodens aus mit dem Kleben anfangen.